Nach zwei Jahren Pause ist das Musikfestival Coachella zurück. Diese Stars tummeln sich in der Wüste bei Palm Springs. Das Musikfestival Coachella ist nach zwei Jahren zurück in der Wüste von Palm Springs. Dieses und kommendes Wochenende treten im kalifornischen Indio Musikstars wie Billie Eilish 20, The Weeknd 32 oder Harry Styles 28, der das Festival am Freitagabend als Headliner eröffnete, auf. Und auch viele Stars zieht es zum Tanzen und Feiern in die Wüste. Deutsche Influencer in der kalifornischen Wüste. So reisten etwa die deutschen InfluencerInnen Caro Daur, 27, Xenia Adons, 31 und Leonie Hanne, 33 nach Kalifornien an. Achtung! Es folgt bald ein Spam von Coachella-Outfits, warnt Caro Daur ihre FollowerInnen und Follower vor. Coachella? Wir sind zurück, schreibt auch Hanne. Es fühlt sich unglaublich an, wieder hier zu sein, berichtet Influencer Riccardo Simonetti, 29, der ebenfalls aus Deutschland angereist ist, in seiner Instagram-Story. Er kam unter anderem in Begleitung von Influencerin Farina Opoku alias Novalanalav, 31, die aktuell ihr erstes Kind erwartet. Die wiederum brachte GNTM-Gewinnerin Alex Mareihe Peter, 24, mit. Heidi Klum mit Kaulitz-Brüdern auf dem Coachella. Dort trifft sie möglicherweise auch auf Modelmama Heidi Klum, 48, die mit Ehemann Bill Kaulitz, 32 und dessen Zwillingsbruder Bill Tag 1 des Festivals genoss. Eine Instagram-Story zeigt das Trio im Hippie-Look und mit Sonnenbrillen. Supermodel Elsandra Ambrosio, 41, schrieb bei Instagram, sie sei zurück auf meinem Spielplatz und teilte ein Foto von sich auf dem Festivalgrundstück. Dazu postete sie mehrere Videos, wie sie zur Performance der brasilianischen Sängerin Anitta tanzt, die mit Rapper Snoop Dogg, 50, auf der Bühne stand. Diese A-Promis waren beim Coachella vor Ort, und auch die US-Prominenz tingelte für Tag 1 des Festivals nach Palm Springs. Paris Hilton, 41, teilte ihre Vorbereitungen auf das Festival in ihrer Instagram-Story und zum Abschluss des Abends ein betrunkenes Video mit Ehemann Carter Reum, 41. Ebenfalls in einer Story zeigte Schauspielerin Vanessa Hutchins, 33, ihren Fans, mit welchem Getränk sie sich auf den Festivalbesuch vorbereitet.